Willkommen zu meiner Die Sims 2 Poolparty. Ich stelle Ihnen kurz die anderen Gäste vor. Der Herr links ist Marty. Die beiden Damen, die gerade in die Wanne hüpfen, sind Lisa und Jennifer. Wichtig zu wissen, Marty liebt Lisa und Jennifer liebt Marty. Aber Marty liebt nicht Jennifer, also ist die wiederum eifersüchtig auf Lisa. Und zu allem Überfluss kommt jetzt auch noch Martys Bruder Bernie in die Wanne. Den liebt leider niemand, denn die Damen stehen nur auf athletische Figuren und Waschbrettbäuche. Klingt unheimlich kompliziert, trotzdem wird die Sims 2 ein tolles Spiel. Mehr noch als im Vorgänger nehmen sie in die Sims 2 Einfluss auf Aussehen und Charakterwerte der Sims. Während hier etwa Marty noch im Pool mit seiner Freundin knutscht, schicken wir seinen armen Bruder Bernie auf die Folterbank. Nein, nicht was Sie jetzt denken. Der gute Mann muss einfach ein paar Pfunde loswerden und deshalb Hanteln drücken. Hoffentlich nützt das was. Eigentlich sollten sich Marty und Bernie ähnlicher sein. Denn jetzt haben die Sims Erbanlagen, schließlich sind die beiden Brüder. Doch Bernies Bäuchlein rührt daher, dass wir ihn immer nur mit Pizza gefüttert haben, während sich Marty gesund ernährt hat. Und, oh Wunder, die Fitnesskur zeigt erste Wirkung und der Bauch verschwindet. Vielleicht klappt's jetzt auch mit den Frauen. Inzwischen ist draußen ein Gewitter aufgezogen und die Dame sitzt allein im Pool. Das ist gefährlich. Szenenwechsel auf eine etwas lebhaftere Party. Hier feiern lauter Teenager. Denn die Sims sind nun nicht mehr nur Kinder oder Erwachsene, sondern machen wirklich ein richtiges Leben durch. Vom Säugling wie hier rechts am Boden bis zum Greis. Bei der Grafik haben sich die Entwickler von Maxis richtig ins Zeug gelegt. Die Ansicht ist jederzeit stufenlos dreh- und zoombar. Und die Figuren sind hervorragend animiert. Und hier ist der Beweis. Videospiele machen tatsächlich aggressiv. Diese beiden Zocker hier kriegen sich so in die Haare, dass sie sogar eine Schlägerei anfangen. Und die anderen Partygäste schauen bei so einem Spektakel natürlich gerne zu. Da wenden wir uns doch lieber ab und warten friedlich auf den Herbst dieses Jahres. Denn dann soll die Sims 2 erscheinen.